Yo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Rayman 2. Wir sind hier zuletzt stehen geblieben und genau, wir mussten uns ja diese Power-Ups holen, um überhaupt weiterzukommen. Und wir haben auch nicht mehr so viel Leben, das heißt, wir müssen tatsächlich den Gegner jetzt so langsam mal plätten. Und wir fangen direkt mal an. 1, 2. Okay, 6 Schuss pro Ball haben wir jedes Mal und wir müssen, oh Gott, wir müssen halt jedes Mal ihn wieder zum Rutschen bringen. So wie in der letzten Folge bereits. Upsasa. Okay, komm, spring rüber, ich hab dich. 1, 2. Ah, nein, der zweite war schon gefailt. Damn it. 2. So, 3 Schüsse habe ich noch übrig. Stimmt das? Nee, ich habe glaube ich nicht mehr so viel. Entweder habe ich noch einen Schuss oder ich habe 3 Schuss übrig. Ja, nur noch einen Schuss, das war so klar. So, wir holen uns erstmal neuen Stuff hier. Opa. So. 1, 5 Schuss haben wir noch übrig. Okay, wir müssen. Wir können jetzt schon einen eigentlich verschießen. So. Nur damit wir halt 4 haben, damit ich weiß, dass ich direkt nachholen muss, sobald die Kugel leer ist. 1, 2. Das läuft ja echt wie geschmiert. So soll das laufen. Upsasa. Okay, alles safe. Okay, geht ihr jetzt nach oben oder ist das erst eine Stufe weiter? Okay, wir werden jetzt erstmal hier einmal entlang fliegen. Okay, hier hinten ist das Teil. Ah, komm schon. So, er wird da jetzt noch ein bisschen rumhampeln. So, ich denke, jetzt ist die Stufe, wo der hochgeht, oder? Jetzt wirst du es ausbaden und die Lava geht hoch. Die Lava geht hoch. Okay. Oh, wow. Nicht sterben, nicht sterben. Einfach hier. Puh. Okay. Das heißt, sobald er sagt, jetzt wirst du es ausbaden, geht die Lava komplett hoch. Komm schon. Vorsicht. Er hat nicht mehr viel Leben, er hat nicht mehr viel Leben. Aber ich habe Sorge, dass die Lava hochgeht. Sobald die Lava hochgeht, sobald wir halt nur einen Teil brauchen, ist das echt anstrengend. 1, 2. Habe ich den getroffen? Ja, habe ich. Okay, jetzt holen wir uns noch das letzte Teil hier. Nein! Nein! Ach, Mann. Das war so knapp. Wir hätten nicht mehr so viel gebraucht. Aber das Problem ist, man kommt hier halt echt krass schlecht um die Kurven. Oh, ich hasse diese Seite. Die andere Seite ist jetzt teilweise echt okay geworden, weil ich mit der klar gekommen bin, aber nicht mit dieser Seite hier. Mann, das war so knapp. Das war so knapp. Okay, 1, 2. Ah, ich rutsche. Ich rutsche. Okay. Das wird echt ein krasser Bossfight, Leute. Einfach weil wir hier so lang. Oh mein Gott, war das schlecht. Oh, krasser Bossfight, Julian 2017, ey, das ist echt lächerlich, was ich hier abziehe. So, wir holen uns nochmal das Power-Up. Wow. Meine Güte, ich fühle mich gerade wie der größte Idiot überhaupt. So, okay. Bisschen mit dem Controller rumgespackt und jetzt sollte es gehen. Wow. Wow, wow, wow. I think I'm ready to jump out the window. Okay. Oh Mann, ey. Jetzt wird er hier sein. 1, 2. Nice, das war so fucking nice. Können wir das nochmal machen, bitte? Ich muss nur früh genug ranziehen. Das funktioniert tatsächlich, Leute. Das funktioniert tatsächlich. Holy shit, ist das nice. Nein, was soll das denn? Ich könnte mich umbringen. Was mache ich denn für einen Scheiß? Meine Güte, ich fürchte dich nicht. Ja, ich fürchte mich selber nicht, weil ich hier die ganze Zeit Mist baue. So, 1, 2. Jetzt drehen und Timing abwarten. Einmal komplette Drehung.
Ja, nicht geschafft, wie ich es wollte, aber das ist in Ordnung. So. Puh. Okay, wir müssen jetzt ganz genau auf den Ton achten. Der Ton verrät uns, wann der sozusagen ready ist. Jetzt. Gut. Dann können wir noch die Raketen loswerden. Müssen dann einmal hier lang. Oh Gott. Und holen uns den nächsten da ab. Eins, zwei. Das ist doch echt stark, Leute. So funktioniert das. Ich fühle mich gerade, als würde ich das Speedrun oder so. Holy shit. Das ist einfach mega nice, was ich hier gerade abziehe. Jetzt. Nein. Ich habe das jetzt nicht wirklich hinbekommen, oder? Holy shit. Das ist gerade so gut. So. Jetzt muss ich aufpassen, sonst würde ich da sterben. Eins, zwei. Komm schon. Geschafft. Geschafft, Leute. Komm, spring hoch. Spring hoch. Macht er noch nicht. Okay. Aber den nächsten wird er hochspringen. Frag sich nur, auf welche Seite, weil da jumpt er immer einmal hin und her. Ich denke aber, er bleibt hier, oder? Ja, und jetzt hoch. Nee, noch nicht. Immer noch nicht hoch, okay. Eins, zwei. Puh. Jetzt muss er aber hochspringen. Oder er lässt mich noch einen Partikel holen, oder? Tut er nicht, was? Ach, wahrscheinlich ist er schon hochgesprungen. Oh mein Gott. Und ich habe das gecancelt, weil ich zu schnell war. Ich habe eine Überraschung für ja, ich denke mal, das war's mit Rayman, Leute. Ist auf jeden Fall echt mega nice gewesen. Also der letzte Gegner, holy shit, der hat mich echt fast zur Weißglut gebracht. Aber es war auf jeden Fall super spaßig. Das ganze Spiel hat Spaß gemacht. Ich bin echt froh, dass ich nochmal auf dieses Spiel zurückgekommen bin. Ich habe es ja, wie gesagt, einfach mit Freunden ab und zu mal gespielt. Und ich bin echt froh. Also ich hatte am Anfang, als ich mit Rayman 2 angefangen habe, hatte ich das richtig negativ angefühlt, weil generell halt Kamerasteuerung alles echt merkwürdig war. Aber ich muss sagen, es ist echt gut geworden, beziehungsweise später, je länger man das gespielt hat, desto besser und besser wurden einzelne Mechaniken und generell hat es halt mehr Spaß gemacht.
Ja, wie gesagt, am Anfang war ich echt ein bisschen enttäuscht und hielt es für einen der schlechtesten Rayman-Teile. Also von allen, weil alle Rayman-Teile sind gut, nur ich dachte, das wäre halt mehr oder weniger das Schlechteste. Und jetzt kann ich mich nicht so ganz entscheiden, was schlechter ist, 3 oder 2. Also, was heißt schlecht? Schlecht klingt gerade so, als würde ich das Spiel schlecht reden, aber ich meine, auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich alle Rayman-Teile ungefähr 9 bis 10 raten und ich bin mir nicht sicher, ob ich dieses nur 9 oder 10 raten soll. Das ist halt das Problem. Ich muss sagen, es hat mir so ziemlich alles gefallen. Es gab aber so einzelne Passagen bzw. einzelne Mechaniken, die ein bisschen verwirrend waren. Und zwar die Granate, die hatte ein paar kleine Probleme, weil an manchen Wänden ist die einfach wie keine Ahnung was gelaufen und dann plötzlich explodiert. Ja, was noch? Also auf jeden Fall die Ledge-Grabbing-Mechanik. Hat mir sehr gut gefallen, weil halt dadurch, dass wir uns eine Ledge greifen können und wieder normal abspringen können davon, wie es halt in so ziemlich jedem Rayman-Teil ist, bringt das ein bisschen mehr Dynamik ins Spiel, es lässt den Spieler das Gefühl geben, er hat ein bisschen mehr Macht über den Charakter. Er kann aus jeder einzelnen Animation seinen Move machen, den er gerade machen will und das funktioniert relativ gut, muss ich sagen. Ja, sonst die Story. Die Story war echt super nice eigentlich, also eher ein bisschen dunkler, wenn man das mal so überdenkt, weil Klingenbart wollte seinen Untergebenen in Lava schmeißen und ihn da schmorren lassen. Die hatten über 42.000 Sklaven an Bord. Wir haben da sogar nochmal Spielzeit, zurückgelegte Distanz, Anzahl der Sprünge, 3.280. 107 Leben verbraucht, was? Ach so, Hit-Teile, Schussgenauigkeit, okay, Anzahl neuer Versuche, 4 Stück insgesamt. Und ja, das finde ich auch nochmal gerade ganz cool, dass sie das nochmal mit eingebracht haben und die ganze Zeit im Hintergrund hochgezählt haben. Sehr gute Mechanik auf jeden Fall, sehr guter Spielspaß. Und ja, ich hoffe natürlich, dieses Projekt hat euch gefallen. Es werden natürlich noch weitere Rayman-Teile folgen und ja, haut raus und bis demnächst. Ciao!